Hallo, heute machen wir diese leckeren Pizzaschnecken und dazu haben wir einen Blätterteig mit einer Creme bestrichen, die ihr unten in der Beschreibung seht, haben dort Salamis drauf gemacht, dann auf einer Hälfte noch etwas Zwiebeln und Mais und dann wird dieser Blätterteig zugerollt. Der Opti-Grill wird dann schon mal vorgeheizt im orangenen Modus und dann schneiden wir unseren Blätterteig in kleine Schnecken. Dann ist der Opti-Grill fertig vorgeheizt. Dann öffnen wir ihn und platzieren unsere Pizzaschnecken in der Backschale. Nach ca. 40 Minuten in der Stufe Orange sind die Blätterteig-Pizzaschnecken dann fertig. Man muss ein bisschen reingucken, vielleicht macht der eine es ein bisschen kürzer, der eine es ein bisschen länger. Je nachdem, wie dick die Schnecken auch geworden sind, je nachdem variiert dann dementsprechend auch die Zeit. Aber sie sind auf jeden Fall sehr lecker geworden, sehen gut aus. Allerdings würde ich die eher im Ofen machen, da die Menge doch sehr begrenzt ist, die man hier drin machen kann damit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder wenn ihr vielleicht noch ein weiteres Video anschaut. Viel Spaß dabei!